So, und da sind wir. Und wer sind wir? Das ist ganz einfach. Ich bin die Melone. Und ich bin Shiro. Woher kennt ihr Shiro? Vielleicht habt ihr den Namen schon mal irgendwo gelesen. Shiro ist derjenige, der mir netterweise Musik für mein krankes Intro gemacht hat. Dass man im Channel gleich immer am Anfang sieht. Jo, also wir werden jetzt heute ein Let's Multiplay machen. Let's Play Together. Ja, Let's Multiplay war es eigentlich gedacht, dass ich das so nenne, aber ich gehe mal mit der Welle mit und nenne es Let's Play Together. Ja, und zwar, wie ihr schon lesen könnt, handelt es sich hier um Duo Princess. So, jetzt bewege ich hier nochmal die Maus raus. Die müssen wir ja jetzt nicht sehen. Okay, falls man sie sieht. Ja, also hierbei handelt es sich um ein Doujinshi-Game. Die Melone erläutert das jetzt mal näher, warum es ein Doujinshi-Game ist. Ja, während ich das mache, tut der hier Junge hier mal alles auswählen. Ja. Das ist ein Doujinshi-Game ist ein Game von Fans für Fans gemacht, meistens basierend auf ein echtes Game. In diesem Fall hier Resonance of Fate für die erste PlayStation und ja, von Squaresoft, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich glaube, ich bin da ziemlich richtig. Ein RPG. Ich weiß nicht, ob es in Europa schon raus ist. Es war ein RPG? Ja, es war ein RPG. Ich weiß nicht, ob es in Europa draußen ist. Also schon, aber ich denke jetzt einfach mal spontan nicht. Also weil während wir hier noch erklären, starte ich schon mal das Spiel. Also zum Plot können wir leider nicht vieles sagen. Ja, weil es auf Mondsprache ist. Ja, aber wir denken mal, dass diese beiden... Wir gehen mal davon aus, dass es Schwestern sind, ja, vom Aussehen her. Dass die irgendwo hin wollen mit dem Boot, zu irgendjemandem aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht kennen, weil wir kein Japanisch können. Und dann plötzlich werden wir von Monstern angegriffen, die hier sehr stark an, also alleine vom Stil her erinnert einen das Ganze dann doch sehr an Ragnarok Online. Wer es kennt, ein Online-MMORPG. Ja, sehr herausstechend dadurch, dass es einfach 3D-Hintergrund hat und die Figuren selber, die Charaktere und die Monster 2D dargestellt sind. So, jetzt muss ich hier noch kurz noch mal was nachgucken. Er guckt was nach. Okay, ja, ist alles in Ordnung. Ja, so, er schaut die Aufnahme gecheckt, ob alles in Ordnung ist. Richtig, er schaut deswegen nach, weil wir jetzt das hier schon ein paar Mal durcherlebt haben. Beim ersten Mal sogar komplett durch, ja, bis zum Endboss. Das war ein Fail hoch 10. Warum war das denn so, Herr Shiro? Geben Sie ja, wieder ein Statement also, ab. Wir haben das Spiel durchgespielt, unsere Kommentare und alles abgegeben und dann ist uns zum Schluss aufgefallen, dass ich vergessen hatte, die Aufnahmetaste zu drücken. Dankeschön dafür. Und ja, Fails passieren natürlich. Ein LP wäre ja langweilig, wenn es nicht noch irgendeinen kleinen Fail dabei wäre. Kam es mir eigentlich gerade, ja, jetzt leckt es zwischendurch manchmal noch. Okay, da haben wir jetzt... ja, wir kriegen kurz Besuch. Ich gehe dann, gell? Jojo. Und wir sind jetzt gleich wieder alleine. Ja, so. Da-da-dam. So. Ja, ich wohne noch zu Hause. Ich kann es mir nämlich nicht leisten, auszuziehen. Hat es gerade geleckt oder kannst du mir... Nein, das war... Wir kämpfen jetzt gegen seine Mutter. nein, halt, Moment. Nein, das ist der Endboss, der erste. Dadwal. Und Dadwal, der ist... Der mag uns irgendwie nicht besonders. Wir wissen aber jetzt... Aus irgendeinem Grund geht gerade die Framerate extrem runter. Aber warum schon wieder? Vorhin hatten wir das Problem nämlich schon mal, weswegen wir abbrechen mussten, auch weil der Speicherplatz zu Neige ging. Also aus persönlichen Erfahrungen würde ich einfach behaupten, dass das jetzt hier nicht immer perfekt läuft, weil das war bei meinen Games auch nie. Ja. Irgendwo ist es immer mal kurz geleckt oder mal länger. Dann wartet man kurz, bleibt stehen, tut nichts und nach ein paar Sekunden fängt sich das Ganze wieder und man kann wieder weitermachen. Das Eigenartige ist natürlich, dass ich einen nicht gerade schlechten Rechner habe. Und im Gegensatz zu meinem Laptop. Ja, und es trotzdem laggt. Also, oder es
es wird einfach durch Fraps hervorgehoben. Ich denke einfach, das liegt an Fraps. Ganz einfach. Ja. Ich meine, Duo Princess, auch wenn man es einfach so spielt, leckt einfach manchmal, weil die, ich nenne es mal Engine, auf der das beruht, ist einfach nicht dafür geschaffen, wenn da 10.000 Kristalle. Ich frage mich sowieso, warum die das mit Kristallen machen muss. Ja, wirklich, weil also jeder dieser Kristalle hat ja unterschiedliche Punktewerte und dann diese ganzen Sprite-Animationen, wenn da noch Gegner auftauchen und wenn das alles und dann noch eine Zauberattacke, das sind alles 1000 Sprites auf einer, ihr kennt das vielleicht von Mega Man, wenn da mehr als 10 Gegner im Bildschirm sind, dann kannst du eigentlich echt mal hier einen auf Matrix-Style machen. Das ist hier wirklich fast genauso, nur nicht ganz so, ich sag jetzt mal low, mehr als 10 Gegner haltet es schon aus. Ja, aber mal sehen, wie das beim Endgegner wird. Tja, das ist, ja, das war natürlich, das ist natürlich immer interessant. Nur bei diesen dummen Kristallen. Ja. Dann geht die Framerate unter, Rate unter 40 und dann wird's wieder, dann wird's halt wirklich ekelhaft. Und braucht halt ein bisschen und ist dann aber wieder da. Also insofern, wir werden es jetzt so machen, weil ganz so schlimm ist es nicht. Es ist zwar ein bisschen nervig, aber spielbar, im Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten. So. Ah, jetzt habe ich gnadenlos daneben geschossen. Ey. Ja. Achtung. Sprung, Sprung. Wow. Ich habe es noch geschafft. Also vorhin hat es hier schon übelst gehangen. Ja, also das geht hier jetzt echt. Ja, jetzt hier haben wir natürlich ein Giga-Sprite. Das geht halt gar nicht. Das ist halt... Ja gut, hier hat es auch geleckt, auch ohne irgendwas. Das ist richtig. Weil einfach und dann noch dazu viele Gegner spawnen. Dann noch dazu Fraps und jetzt wieder diese 1000 Dinger. Aber am besten sollte man die so schnell wie möglich einfach einsammeln. Ja. Das ist jetzt unser wahres Ziel hier in dem Spiel. Nein, dahin. Gehen wir da hoch und ja, da dürfte jetzt... Also, um es nochmal zu erläutern, haben wir das Game natürlich, wie gesagt, ist es kein Blind Play. Also wir haben das Spiel jetzt schon des Öfteren durchgezockt. Also zumindest ich. Shiro einmal? Zweimal. Ja gut, du hast es einmal gesehen, oder? Ah nee, du hast ja geprobt. Okay. Er hat es auf seinem Computer natürlich getestet. Wäre ja schlecht, wenn es dann jetzt irgendwie aus irgendeinem banalen Grund hätte nicht funktioniert. Ja. Ah, ich hatte dir von Leib. Ach, Mann. Immer wenn ich meine Kugeln da abfeuer, wissen sie. Ja. Ich frage mich, ob der Sound auch hängt. Der Sound hängt garantiert, ja. Einen Moment. Ich zieh dich mal mit. Er ist ganz kurz auf Abwägen. Ich zieh ihn hier mal mit. Komm. Das ist auch einer dieser netten Punkte, die ich kritisiere. Einfach, dass man zu wenig Platz im Bildschirm hat an sich. Ich meine, ich weiß nicht. Ich frage mich, ob es flüssiger gehen würde, wenn ich auf Vollbild gehen würde. Aber ich habe keine Ahnung, wie das hier geht. Ich kann nun... Oh, was ist das hier? Was passiert? Mal sehen, was passiert, wenn ich jetzt drauf drücke. Tja, 200% sind... Habe ich nur gerade das Gefühl, oder läuft es jetzt gerade schneller? Das... Hör auf. Das wäre ja toll. Nein, ich meine... Nee, warte. Nee. Okay, mal sehen, wenn ich jetzt hier 300% mache. Dann schlafen mir die Füße ein, nee. Aber ich glaube, die Fraps Rate geht trotzdem runter. Egal! Genug von Fraps! Ja, aber ich frage mich, was ich hier jetzt gerade eingestellt habe. Ich würde sagen, ich mein, die Bildschirmgröße. Wenn du 50 eingibst, wirst du sehen, dass das Bild der Bildschirm recht klein wird. Ah. Ja. Der Witz ist, und das haben wir vorhin schon ausprobiert, selbst wenn man den Bildschirm kleiner macht, dann merkt das einfach. Das Spiel ist für seine eigene Leistung nicht geschaffen. Das Spiel ist für sich selbst zu imbar. Nee, also ungelogen. Also ich weiß nicht, ob das dann bei euch anders sein wird, aber sogar als ich das normal gespielt habe, hat es einfach geleckt. Also jetzt nicht in so einer... Oh, mit dem Haus, Entschuldigung. In der Situation wie jetzt. Aber es hat einfach zwischendurch geleckt, was halt... Nervig ist. Ja. So. Wir gehen hier die ganze Zeit nur von Lex. Ja, und von Lex und Fraps. Ja, Lex und Fraps. Lex und Fraps.
Das klingt wie eine Late-Night-Show irgendwie so. Lex und Fraps. Willkommen bei Lex und Fraps. Ich hab Itchy und Scratchy. Aber ich hab eher das Gefühl, das hört sich nach was zu essen an. Nicht hübsch. Aber war schon grün. So. Reden wir mal über die schönen Dinge im Leben. Videospiele! So, mach mal deinen blauen Zauber. Wieso? Mach ihn einfach. Okay, Moment. Tschwing. Okay, ja. mach ihn, wenn Gegner dabei sind. Wieso hast du es zu zeigen? Wirst du gleich sehen. Okay. Wirst du gleich sehen. Ja, jetzt spawnen gleich wieder Gegner, das merkt man daran, dass es laggt. Leck. So, jetzt mach deinen schönen Zauber. Ah, an was erinnert dich diese Attacke? Ja, an Zone of the Enders. Richtig. Teil 2. Ja, wobei im 1er glaube ich auch schon. Anubis, keine Ahnung, irgendwas hieß der zweite Teil. Doch, da bin ich mir jetzt, gerade nicht ganz sicher. Der zweite Teil hieß einfach nur Second Runner. Echt? Jo. Oh, ist eine Weile her, dass ich das Game gezockt habe. Es kann sein, dass es einen Untertitel hat, aber wenn er dies hat, dann ist es mir nicht aufgefallen. Die kleinen Dinge im Leben fallen mir eh nicht aus. Auf. So. Zack, zack, zack. Spannendes Level. By the way, muss ich einfach mal kommentieren, dass ich dieses Waldlevel einfach irgendwo unnötig lang finde. Ja. Weil es ist, glaube ich, das längste Level von allen Levels. Und no! So unglaublich. Nein! So. Nein! Boah, jetzt bin ich genau in der. Oh, fuck! Ich kann ihn schieben! Wenn ich jetzt springe. Ah! Na, schade. Oh. Verdammte Scheiße. Genau, sobald viele Gegner kommen, laggt es wie brutal. Leider können wir da überhaupt nichts gegen tun. Aber ich hoffe echt, also an die Zuschauer gerichtet, ich hoffe echt, dass euch das jetzt nicht zu arg stört. Ich meine, wir versuchen euch auch einfach dann zu unterhalten. Ja. Ich meine, das Spiel ist jetzt nicht so extrem sehenswert, um ganz ehrlich zu sein. Aber ja. Also es ist vielleicht beim Zuschauen nicht ganz so spannend, wie man denkt, aber ey! Ich hab dir gerade das Essen weggenommen. Juhu! Ja. Ich hab kaum noch HP. Du brauchst sie nicht. Du brauchst sie einfach nicht, mein Freund. Das Spiel ist genial. Es macht echt Spaß und dafür, wie gesagt, dass es ein Doshinshi-Game ist, ist es verdammt spaßig. Ja, besonders weil es kaum oder keine Fehler hat. Gut, klar, leckt und bla bla bla, das haben wir jetzt mehr als genug erläutert. Ja, aber es und ist manche Monster haben nur das sind zu viel. Oh, Bullet. Nee, jetzt ohne Scheiß, das sind zu viel. So, müssen wir ein paar weniger machen, würde ich sagen. Ja, ich muss so, warten, der Große ist weg. So, jetzt. So, ich klopf hier den. Komisch, jetzt sind so viele Viecher und das läuft flüssig. Ich raff das einfach nicht. Also ich glaube, das ist auch gerade so aus der Laune raus. Warte, wer braucht's? Ich. Halt die Fresse. Ich will mal kurz. Boah, ich weiß gar nicht, haben wir das überhaupt schon erläutert, wer ist? Schon. Scheiße, ja, also. Sollten wir mal tun. Oder habe ich das nicht am Anfang gesagt? Nee, das müsste aufgefallen sein, weil du mich ein paar Mal gebeten hast, meinen Zauber zu machen. Also ich bin hier die Magierin. Und er ist hier die Ringkämpferin. Na, eigentlich eher die Kämpferin mit den Ringen. Eine Ringkämpferin ist ja schon was anderes. Ja, also nicht ganz so kräftig und eher lowly, aber ja, ich kämpfe mit Ringen, sagen wir so. Erinnert ein bisschen an. Nein. es erinnert eher an Tyra aus Soul Calibur. Drei? Ja. Die hat auch so lustige Ringe gehabt. Ja. Nur hatte sie sah sie nicht aus wie ein Lowly. Sie hatte etwas mehr zu bieten. Ja, und sie hatte keine. So und oh, zack, oh, das ist mir. Also, das ist. Oh, guck mal, wie flüssig das läuft. Hey, schon. Ich glaube, wir sollten immer zur Endbosse, die laufen flüssiger. Aber sobald normale Gegner kommen, die sind immer. Normale Gegner. Unglaublich, wie viele Ressourcen das frisst, ey. Boah.